dein wievielter Printday ist das und wem findest du das Format und seine Entwicklung? Das ist mein zweiter Printday. Ich war vor anderthalb Jahren schon auf dem Printday im Landschaftspark und ich finde, das entwickelt sich immer weiter durch die Tiefe der Vorträge, die wir hier heute und gestern gehört haben. Das hat nochmal einen ordentlichen Sprung nach vorne gemacht, finde ich. Ihr habt ja gestern den Rising Star Award gekriegt als sich sehr gut entwickelnder Partner in der Partnerschaft und der Zusammenarbeit. Wie siehst du die Auszeichnung und die Zukunft? Ja, da haben wir uns natürlich sehr darüber gefreut, dass wir den Rising Star Award von euch bekommen haben. Wir von HMMH, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir Leading in Connected Commerce sind. Und das können wir natürlich nur sein, wenn wir die richtigen Partner zur richtigen Zeit aktivieren und gemeinsam mit unseren Kunden die besten Lösungen suchen. Und das Thema Print, das begegnet uns in jeder zweiten Ausschreibung und in jedem zweiten Projekt. Und daher ist das die perfekte Ergänzung, auch im Sinne unserer Product Data Value Chain. Wir sind ja im Rahmen der Product Data Value Chain schon an verschiedenen Standorten in der Republik gewesen und haben gemeinsam dazu Vorträge gehalten. Wir sind auch noch einmal, glaube ich, in Hamburg zusammen. Die Product Data Value Chain betrachtet die Daten von wo bis wo? Genau, also erstmal unser nächstes Event ist am 7. Juni in Hamburg. Da freuen wir uns auch schon drauf, da wieder zusammen mit euch aufzutreten. Und die Product Data Value Chain ist unser Konzept für Produktdaten, vom Onboarding der Produktdaten über das Enrichment, über das Management bis hin zur Ausleitung. Und die Ausleitung kann natürlich auch ein Online-Shop, ein Marktplatz und so weiter sein. Aber, deswegen sind wir heute hier, eben auch ein Printkanal. Ganz klassisch. Sehr gerne.